Ciao ragazzi, mein Name ist Capo und heute machen wir Pizza mit Andouille. Viel Spaß dabei! Ragazzi, Andouille, mittlerweile ist diese Schmierwurst aus Kalabrien auch hierzulande angekommen. Der ein oder andere kennt sie schon. Und mein Auftrag ist es jetzt, ich werde der Ambassador der Andouille. Witzig, oder? Ich werde dafür sorgen, mit euch zusammen, dass wir diese Schmierwurst aus meiner Heimat, nämlich Kalabrien, in ganz Deutschland verbreiten und bekannt machen. Andouille oder auch Andouille genannt, was ist das überhaupt? Das ist eine Schmierwurst, die zum Großteil aus Chilis besteht. Und zwar werden die Chilis, also bei meiner Schmierwurst zumindest, die werden von den Herstellern selber angebaut, dann getrocknet, wochenlang getrocknet und dann jede einzelne von Hand aufgemacht, sauber gemacht und zu einem Brei zermahlen. Und dieser Brei wird dann zusammen mit Schweinefleisch gemischt. Das Ganze kommt dann in den Darm und der Darm wird 7 Tage lang geräuchert und mindestens 50 Tage lang schonend und bei, wie sagt man, bei zirkulierender Luft getrocknet. Mindestens 50 Tage, manchmal sogar länger. Was erreichen wir damit, dass wir das Ganze so schonend angehen? Wir haben ein Produkt, was komplett natürlich ist. Da sind keine Konservierungsstoffe drin. Nee, das gibt es bei uns nicht. Das wird allein dadurch konserviert, dass es geräuchert wird und dann abgehangen. Und natürlich, die Chili macht auch ihren Teil. Deshalb ist das komplett natürlich. Da ist nichts drin, Ragaz. Nichts. Komplett Natur. Besser gibt's nichts. Deswegen checkt das mal ab hier. Ist sehr scharf, aber sehr geil. Und heute zeige ich euch, wie man eine Pizza damit macht und wie man die Andouille gut kombinieren kann, so dass ihr eine gute Mischung habt. Guckst du so. Diese Wurst ist sehr aromatisch. Wie ich euch bereits gesagt habe, da ist ja viel Chili drin. Das heißt, wir haben viel Schärfe. Diese Schärfe muss irgendwie ausgewogen werden durch andere Sachen. Es sei denn, man liebt das, ne? Man kann das auch pur essen. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehle bei der Andouille, ist, die zu erhitzen. Warum? Weil wir haben getrocknete Chilis da drin. Wenn die Chilis Hitze abbekommen, dann kommt dieser rauchige Geschmack von getrockneten Chilis stärker raus und das sorgt natürlich für den Extra-Bums. Zum Beispiel hier bei uns in der Pizzeria Pepazzo in Eschweiler-Dürwis, kommt uns gerne besuchen, haben wir auf der Speisekarte eine Bruschetta mit dieser Schmierwurst. Die kommt dann in den Ofen. Dann, wenn sie aus dem Ofen rauskommt, machen wir schön Stracciatella oben drauf. Warum Stracciatella? Also Stracciatella ist sahniger Mozzarella. Warum Stracciatella? Weil das ist Fett. Das Fett mildert ein wenig die Schärfe und kombiniert sich natürlich super mit diesem rauchigen Geschmack. Und dann machen wir da drauf noch karamellisierte Zwiebeln. Und dann hast du diese Süße, die extrem gut zu diesem rauchigen passt. Und dieses Sahnige und dieses Fett, was dem Ganzen ein bisschen den Bums wegnimmt, damit es nicht zu penetrant ist. Und die Pizza, die wir heute machen, geht in diese Richtung. Wir machen nämlich eine Pizza. Sage ich euch nicht, wir machen die jetzt einfach. Eine Sache muss ich noch sagen, ne? Weil hier auf dem deutschen Markt gibt es die ein oder andere Andouille. Aber die hat nichts mit Andouille zu tun. Also die originale Andouille, die kommt aus Spilinga. Spilinga befindet sich in der Nähe von Tropea in Kalabrien. Kalabrien ist in der Fußspitze. Da kommt die Original-Andouille her. Nur aus Spilinga. Wie meine auch. Meine kommt genau aus diesem Örtchen. Wird handwerklich hergestellt. Und wichtig ist bei der Andouille, dass sie so aussieht. Tiefrot. Seht ihr, die ist tiefrot, weil da viel Chili-Anteil drin ist. Hier, schaut's mal her. Die oberste Schicht ist ein bisschen dunkler. Ne? Guckst du? Seht ihr? Tiefrot. Und gleich, wenn die aus dem Ofen kommt, ne, wird die noch dunkler. Und dieser Geruch, boah, riech mal. Lang genug gelabert, jetzt fangen wir endlich an, unsere Pizza zu gestalten. Wir nehmen hier unseren Pizzateig. Oh, der ist schon am Limit, aber kein Problem. Wir sind ja Profis, also zumindest selbsternannte Profis. Mehl, klar, ne, wenn das jetzt irgendein Profi-Pizzabäcker hier sieht, der sagt, was ist das für ein scheiß Teig, würde ich meinen Gästen nicht geben. Es kommt ja heute nicht auf den Teig an. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Außerdem, also der Teig ist nicht scheiße, ne? Versteht das nicht falsch. Aber der ist am Limit. Der ist am Limit. So. Wir machen jetzt auf unsere Pizza Basilikum. Tak, tak, tak. Nicht geizen, ich liebe das. Basilikum auf Pizza ist anders. Und passt natürlich auch wunderschön zu dieser Wurst. Fior di latte der Gerola oder Fior der Gerola auch genannt. Wir verarbeiten hier nur hochwertige Lebensmittel. Keine Scheiße. Denkt dran. Dann machen wir drauf natürlich unsere Andouille. Und wir geizen auch nicht, weil die ist, also die ist scharf. Die ballert, ich sag's euch. Das ist nichts für schwache Nerven. Guck mal, wie rot die ist. Beste!
Ich mache auch nicht allzu viel Käse drauf, weil gleich mache ich noch Stracciatella drauf. Und Stracciatella ist ja auch nochmal Käse und sonst haben wir hier die Käseüberdosis. Gute Frage hier, guter Einwand von Fabio. Machst du noch Olivenöl drauf? Ich mache kein Olivenöl drauf. Warum? Weil die Wurst natürlich viel Fett enthält und dann wird die Pizza zu fettig. Versteht ihr? Deswegen kein Olivenöl, nur so. Also ihr könnt Olivenöl drauf machen, wenn ihr möchtet. Empfehle ich euch aber nicht. Dann wird sie zu fettig. Jetzt geht das Ding ab in den Ofen hier. So. So, Ragazzi. Dann machen wir drauf unseren schönen Stracciatella. Uff. Das ist auch immer geil, ne? Ich liebe das, dieser Kontrast von der heißen Pizza mit diesem kalten Stracciatella. Anders. Dann machen wir drauf. Wir haben hier hausgemachte karamellisierte Zwiebeln. Wie wir die machen, erzähle ich euch nicht. Aber guckt im Internet. Der ein oder andere hat natürlich auch ein Rezept hochgeladen. Aber so schwierig ist das nicht. Das kann ich euch am Rande erwähnen. Das war es. Guck mal hier. Siehst du, wie der Anduja dunkler geworden ist? Der Chili hier, das ist Chili. Moment, das hole ich jetzt raus. Das ist ein Stück vom Chili. Ist schön angebrutzelt. Und das gibt dem Ganzen Umami. Bei uns auch Upapi genannt. Hier, Upapi. Das ist alles Upapi. Schön angebrutzelte Chilis. Die geben dem Ganzen so ein geiles, rauchiges Aroma. So, Ragazzi, guck's mal her, doch. Wir haben hier unsere schöne, angeröstete Anduja verbunden mit diesem sahnigen Mozzarella, dem Stracciatella. Und seht ihr dieses Rote, das ist alles Fett. Das ist auch der Grund, weshalb ich kein Olivenöl drauf gemacht habe. Sonst haben wir hier zu viel Fett. Und wie ihr seht, haben wir ja schon hier noch. Dann diese karamellisierten Zwiebeln, die einfach einen Kontrast bieten zu dieser Schärfe und zu diesem Röstaromen. Was wollt ihr mehr? Das hier ist Kalabrien pur auf einer Pizza. Verstehe ich? Jetzt schneiden wir das Ganze an und verkosten natürlich. Also ich verkoste, ihr seht mir dabei zu. Hier für die Teigexperten unter euch. Jetzt habe ich natürlich ein Stück geschnitten, wo kein Anduja drauf ist. Also wie gesagt, ne, für all diejenigen, die Interesse haben, ihr findet die Anduja bei mir im Shop. Denkt dran, ist scharfes Zeugs. Aber geil. Man kann das Ganze auch natürlich ein bisschen milder dosieren, als ich das jetzt hier gemacht habe. Das ist natürlich schon nicht ohne. Boah, ich schwöre, diese Süße von der Zwiebel ballert einfach anders mit diesem Rauch hin. Ich mache in meinem Leben viel Scheiße, ne? Aber diese Komposition, die ich hier gemacht habe, puh, die ist geil. In diesem Sinne, Ragazzi, vielen Dank, dass ihr euch das Video wieder bis zum Ende angeschaut habt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und schaut im Shop vorbei. www.capo-olio.de